Da sind sie in ihrem Element, denn das können sie am besten. Rennen, rennen, rennen. Ein Riesenspaß für Schlittenhunde und das auch ganz ohne Schnee. Und damit sagen wir erstmal Moin aus Drage bei Itzehoe ist das. Wir sind hier beim Schlittenhunderennen Nordmeile und eine, die jetzt auch gleich an den Start geht, ist Britta Dunker. Gestern Dritte geworden im Qualifying sozusagen. Die Klasse ist Six Dog Rick, heißt sechs Hunde vorneweg, ne? Genau, so kann man so sagen. Jetzt wird gerade angespannt, jetzt werden die auch so langsam ein bisschen nervös, ne? Ja. Mit Hunden, das könnte mich dann Zeit kosten. Jetzt sind die Hunde heute Morgen gewässert worden, heißt das. Was bedeutet das denn? Ja, die kriegen so eine Fleischsuppe, meistens Katzenfutter mit ganz viel Wasser, damit sie genügend Elektrolyte, genügend Flüssigkeit im Körper haben für so eine hohe Belastung gleich. Und Sie selber sind ja auch tierisch aufgeregt vor so einem Rennen. Das merkt man Ihnen jetzt gerade nicht an, aber was ist da in Ihnen los? Also für mich ist eigentlich immer das Aufregendste, komme ich pünktlich zum Start. Am Start bin ich dann immer ganz ruhig, aber so die Wartezeit vorher, das muss dann immer alles auf die Minute abgestimmt sein, damit die Hunde nicht zu lange warten und so weiter. Da bin ich immer ganz hibbelig. Wobei ich mir von ihm hier, von Graylin, dann immer so die Ruhe hole. Ne? Einmal eine Umarmung des Hundes. Das macht auch mich dann ganz ruhig. Das ist ein richtiges, ein gutes Stichwort, denn bevor Sie jetzt angespannt wurden, gab es so eine kleine Kuschelrunde. Da haben wir vorhin mal drauf geguckt, was hat es denn damit auf sich? Warum macht man das? Also ich weiß nicht, ob alle das machen. Ich mache es eben, um zu gucken, wie sind die Hunde drauf, haben die auch wirklich Lust oder muss doch noch einer rausgenommen werden? Und außerdem ist es eben ganz wichtig, nochmal so die Verbindung zwischen Mensch und Hund herzustellen. Und wie gesagt, von manchen Hunden hole ich mir dann auch einfach mal so die Ruhe. Ja. Gut, dann lasse ich Sie noch mal einen kurzen Moment mit den Hunden in Ruhe und möchte den Zuschauern noch eine Sache zeigen, während hier die Hunde jetzt schon ganz nervös werden. So ein bisschen der Stichwort Benimmregeln, gutes Benehmen unter Husky-Freunden. Hier bleibt nichts zurück auf der Wiese. Alles schön eingepackt, versiegelt und wird mitgenommen. So. Und Britta Dunker startet gleich und wir gehen schon mal rüber zum Zieleinlauf, denn hier kann man natürlich nicht nur mit den klassischen Gespannen antreten, also Rollwagen und Sechser- oder Achtergespann vorneweg. Hier kann man auch mit einem Fahrrad starten und einen Hund oder zwei Ziehhunde vorne dran haben, also all das ist möglich. So, jetzt haben wir hier einen der jüngsten Starter mit im Feld, Florian Dunker ist das, gerade 16 Jahre alt, aus Huje in der Nähe von Itzehoe mit Blue, das ist ein Siberian Husky, ein Mädchen. Das lief nicht so gut gerade, ne? Was war los? Nee, das lief überhaupt nicht gut. Also, ich wurde von zwei Leuten überholt. Dann waren da noch Passanten, die haben mich etwas abgelenkt und ja, passiert. Aber es sah schon beim Start eher so aus, als wenn Blue von dir gezogen werden wollte und nicht umgedreht. Was war denn da passiert? Also, nee, sie laufen zu zweit oder im Gespann laufen sie lieber als einzeln. Also, sie sind mehr Teamläufer. Und deswegen hat sie heute keine Lust oder was? Nö, sie hatte keine Lust. Erst als ich überholt wurde, hat sie den Gang zugelegt. Ah. Ja, normalerweise, das müssen wir vielleicht noch erklären, startest du ja auch mit fünf Hunden und mit einem Rollwagen hinten dran. Das ist sehr bitter, da das geht dieses Mal nicht. Was ist da los gewesen? Nee, das war ein Trainingsunfall. Zwei meiner Hunde sind in Scherben getreten und deswegen konnten sie dieses Wochenende nicht starten. Hm. Ärgerlich. Und jetzt deswegen nur mit Blue und sie hat auch keine Lust. Also es läuft irgendwie überhaupt nicht rund, oder? Nee, nicht so wirklich. Mal schauen. Nächstes Jahr wird besser. Dann sage ich vielen Dank. Geh noch mal ein paar Schritte rüber zu Mama Dunker. Britta Dunker ist hier mit bei der Teamleitung. Ja, lassen Sie ihn ruhig los. Kann sie weiter. Wofür sind Sie zuständig hier? Sie fahren ja nicht mit. Ich bin Tierschutzbeauftragte und kontrolliere jetzt hier die Hunde. Ich kontrolliere die Chipnummern, dass sie halt ihren Hund nicht auschecken können, falls das eventuell nicht so ein schneller Hund war wie unseren, als wenn Florian jetzt ausgetauscht hätte. Das kann ja nicht passieren, da ich die Chipnummer kontrolliere. Aber ist ja schon bitter für Ihren Sohn, wenn das jetzt gerade mal in der Nähe von zu Hause stattfindet. Alle Schulkameraden wissen Bescheid, er kann jetzt nicht mit seinen fünf Hunden starten, muss dann auch noch hinterherfahren auf dem Fahrrad. War schon traurig. Er hat alles gegeben, super trainiert, immer jetzt alleine mit seinen fünf. Er war so stolz für Oskar, dass er jetzt das erste Mal auch mit fünf starten und es ist Mama immer gefahren mit allen. Lief denn dumm. Und gerade unsere Leithunde sind halt ausgefallen, sonst hätte er die nehmen können. Jetzt muss er einen Mittelläufer nehmen, die eigentlich lieber im Team laufen. Also steht und fällt mit der Motivation des Hundes, ne? Ja, da ist man halt von abhängig. Da laufen die mit dir im Team und laufen gerne. Sie hätte jetzt lieber ihre Kollegen dabei gehabt. Ist drauf angewiesen, ne? Nützt nichts. Ist halt Teamarbeit. Das ist der Sport, ist denn so. Gut. Dann sage ich vielen Dank und halt sie nicht länger von der Arbeit ab. Die nächsten kommen ja auch schon wieder durchs Ziel. Und das waren jetzt sozusagen ja einer der jüngeren Starter. Und wir gucken jetzt mal auf die Vollprofis, auf die Rennprofis, wie es bei denen aussieht.